Hallo, hier ist wieder Deutsch in Bildern und dies ist das fünfte Video zu den rhetorischen Figuren und Stilmitteln. Und heute geht es endlich um die Fragefiguren. Obwohl, zugegeben, Fragefiguren gehören eigentlich nicht zur Rhetorik und Stilistik, mit einer Ausnahme. Aber tatsächlich findet man in ganz vielen Texten zu Klassenarbeiten, zum Abitur oder zu Klausuren und auch zu den Erwartungshorizonten den Hinweis, dass die Schüler die Figuren und insbesondere auch die Besonderheiten von Fragen registrieren sollen. Insofern lohnt sich hoffentlich das folgende kleine Video. Ich werde darin fünf wichtige Fragefiguren vorstellen, aber vor allen Dingen möchte ich zeigen, was sich aus den einzelnen Fragefiguren, wenn sie denn häufiger auftreten, ableiten lässt. Zunächst aber muss eines vorweg gesagt werden. Tatsächlich gibt es verschiedene Wissenschaftsdisziplinen und Grammatikschulen, die sich darum kümmern, wie man die Fragen einteilen kann. Und zum einen geschieht das über die Form. Tatsächlich kann man Fragen einteilen, indem man darauf achtet, wie Fragen als Sätze aufgebaut werden. Zum Beispiel gibt es sogenannte V1, V2 und VL-Fragen. Das sind Fragen, die sich nur darin unterscheiden, wo die Personalform, also das gebeugte Verb, steht. Bei V1-Fragen an erster Stelle, bei V2-Fragen an zweiter Stelle und bei VL-Fragen an letzter Stelle. Aber man kann natürlich auch auf die Wortarten achten. Dann gibt es sogenannte W-Fragesätze, also Fragen, bei denen das Interrogativpronomen mit vorkommt. Deswegen heißen sie W-Fragesätze, denn die Interrogativpronomen der deutschen Sprache werden in der Regel am Anfang mit einem W geschrieben. Oder es gibt sogenannte Kettenfragen, was nicht weniger und nicht mehr heißt, als dass mehrere Fragen hintereinander, miteinander verzahnt werden und dann als ganzer Block erscheinen. Also man kann Fragen nach ihrer Form, ihrer Bauweise unterscheiden. Man kann aber Fragen auch nach der Funktion unterscheiden. Soll heißen, was will eigentlich der Fragestellende erreichen bei demjenigen, der eine Antwort gibt? Auch hier kann man, wenn man das Ganze als Kommunikationsakt versteht, verschiedenste Typen finden. Zum Beispiel gibt es Ergänzungsfragen. Bei Ergänzungsfragen geht es schlicht darum, etwas zu erfahren über Personen, über Sachen, über Umstände, über Geschehen oder Zustände. Oder es gibt sogenannte deliberative Fragesätze. Die stellt der Einzelne nur dann, wenn er wissen will, was er tun soll oder hätte tun sollen. Oder es gibt sogenannte Prüfungsfragen, bei denen kontrolliert wird, was der Gegenüber alles gelernt hat, was er beherrscht oder nicht. Also Fragen werden unterschiedlich graduiert und eingeteilt. Und wir wollen im Folgenden das werden diese kleinen Bilder zur Legende gleich zeigen, wir wollen die Fragen als Kommunikationsangebot verstehen. Das heißt, wir brauchen im Folgenden bei der bildlichen Darstellung einen Sender, ein schwarzes Strichmännchen. Wir brauchen natürlich das Zeichen, in dem Sinne die Frage. Wir brauchen den Empfänger, auf den diese Frage zielt. Wir wollen natürlich etwas wissen über seine Gedankenwelt, das, was er reflektiert. Und schließlich wollen wir wissen, welche Optionen eine Antwort es gibt. Mit diesen einzelnen Schaubildern und Teilelementen möchte ich im Folgenden die fünf wichtigsten Fragefiguren darstellen. Die erste ist eigentlich bekannt. Es ist die sogenannte offene Frage. Die offene Frage, häufig übrigens auch eine W-Frage, erlaubt es dem Empfänger nicht, mit einem einzelnen Wort oder einem Satz zu antworten. Nein, er muss umfangreicher nach einer Antwort suchen. Ein Beispiel wäre die Frage, was waren die entscheidenden Ereignisse in Ihrer Kindheit? Und zugegeben, das hängt von jedem Einzelnen ab. Es gibt eine Menge farbiger, schöner, trauriger, bedrückender, aufregender Ereignisse und das Ganze lässt sich nicht in wenigen Worten darstellen. Also, bildhaft dargestellt, wir haben einen Sender, der stellt eine Frage und wir haben einen Empfänger, der eine Fülle von Antwortoptionen geben kann. Das nennen wir eine offene Frage. Und nun die Frage dazu, was erlaubt es uns zu schlussfolgern, wenn eine Figur häufiger solche Fragen benutzt? Ich glaube, es sagt etwas über Offenheit, über Neugierde, über Aufgeschlossenheit, über Unvoreingenommenheit. Wenn ein Mensch wiederholt offene Fragen stellt, will er etwas wissen über die Perspektive des anderen, über seine Einstellung. Er will zur Diskussion anregen, er ist aufklärerisch. Offene Fragen, das merkt ihr, sind mir sehr sympathisch. Damit kommen wir zur zweiten Kategorie der ersten geschlossenen Frage. Die sogenannte Entscheidungsfrage ist eine Frage, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Oder aber man steigt aus dem Kommunikationsakt aus. Zum Beispiel, sind Sie verheiratet? Darauf kann man nur mit Ja oder mit Nein antworten. Und bildhaft lässt sich das Ganze so darstellen. Wir haben einen Sender, der stellt eine Frage.
und der Empfänger kann nur mit Ja oder Nein antworten. Solche Entscheidungsfragen sind ziemlich einschränkend, sie sind ziemlich direktiv. Sie verlangen eine klare, eine präzise Antwort. Sie haben in gewisser Hinsicht auch etwas Ökonomisches, denn derjenige, der die Frage stellt, möchte ohne Umschweife zum Ergebnis kommen. Die zweite geschlossene Frage ist die Alternativfrage. Bei der Alternativfrage werden dem Empfänger wenigstens zwei Antworten, manchmal aber auch drei oder vier angeboten und er muss auswählen. Sehr beliebt ist übrigens diese Alternativfrage bei Verkäufern, zum Beispiel mit dieser Frage. Möchten Sie die Hose in Blau oder in Grün kaufen? Und ihr seht es, hier haben wir unseren Sender mit dem blauen Frageteil und dem grünen Frageteil und den Empfänger, der darüber grübeln muss, ob er nun mit A1 oder A2 mit der blauen oder der grünen Hose Vorlieb nehmen will. Also, das ist die zweite geschlossene Frage und auch hier ganz deutlich geht es um Beschränkung von Antworten. Hier geht es nicht um Diskussion. Damit kommen wir zu einer Form, die wesentlich raffinierter ist, die sogenannte suggestive Frage. Die suggestive Frage ist nicht nur eine Frage auf der, wenn man so will, Oberfläche, auf der manifesten Ebene, würde wir sagen, in der Wissenschaft, sondern latent, also unsichtbar, liefert die Frage auch gleich die Antwort, die sie hören möchte. Das heißt, in Wirklichkeit ist das eine sehr gefährliche, durchtriebene, unaufklärerische und manipulative Frageart. Zum Beispiel, meinen Sie nicht, dass die Regierung wegen ihrer falschen Politik abgewählt werden sollte? Dieser Frage nicht zuzustimmen, fällt deswegen so schwer, weil ja gleich die Antwort, die Begründung für diese Überzeugung mitgeliefert wird, dass nämlich die Politik der Regierung falsch ist. Es ist also eine Frageart, die nicht sehr viele Optionen lässt. Hier haben wir den Sender und den Empfänger. Und der Sender stellt jetzt eine Frage und mit der Frage liefert er eine Antwort, die dem Empfänger eingetrichtert wird. Die suggestive Frage ist definitiv eine gefährliche Frage. Wenn sie häufiger auftritt, können wir davon ausgehen, dass die Figur oder der Verfasser dieser Frage auf jeden Fall mit rhetorischen Instrumenten versucht, seine Zuhörer oder Empfänger zu beeinflussen. Das gilt in gewisser Hinsicht auch für die rhetorische Frage. Die rhetorische Frage ist eine Frage, die eigentlich gar keine Antwort erwartet, weil bereits klar ist, wie der Empfänger antworten soll. Das Ganze an einem Beispiel. Wer ist schon perfekt? Na, wir wissen, auf die Frage kann man nur sagen, niemand ist perfekt. Das heißt, die rhetorische Frage liefert auf der Oberfläche und im unsichtbaren zweiten Bereich immer Frage und Antwort zugleich. Hier haben wir den Sender, der stellt eine Frage und er weiß bereits, wie die Antwort auf diese Frage aussieht. Und der Empfänger liefert auch tatsächlich diese Antwort, aber er weiß auch bereits, dass der Sender genau diese Antwort erwartet hat. Die rhetorische Frage, eine Frage, bei der im Grunde genommen Sender und Empfänger raffiniert miteinander verschränkt und verbrüdert werden. Das wären unsere Fragen. Die offene Frage und dann als geschlossene Frage die Entscheidungsfrage, die Alternativfrage und zum Abschluss zwei manipulative Formen, die Suggestivfrage und die rhetorische Frage. Naja, und das hier ist Deutsch in Bildern. Es war der fünfte Teil zu den rhetorischen Figuren und Stilmitteln und der nächste Teil kümmert sich endlich um die Bedeutungsfiguren. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.